Auch beim Bürgergeld, also ohne jede Frage. Also wenn ich mir angucke, was eine Detailfrage ist. Also Sozialbetrug, also wirklich Missbrauch, wo Wagenknecht gerade von gesprochen hat, 100 Millionen pro Jahr. Steuerhinterziehung zum Vergleich 100 Milliarden. Verschwendung, also Verschwendung jetzt an Geldern bei der Rüstungsindustrie, bei der Ukraine-Hilfe, 100 Milliarden pro Jahr. Also das sind die Summen, von denen wir reden. Bei Aufrüstung und Hilfen in ganz fetten Anführungszeichen für das korrupte Regime in der Ukraine 100 Milliarden pro Jahr. Gleichzeitig Sozialbetrug nur 100 Millionen. Das sind die Zahlen, von denen wir reden. Diese 100 Milliarden, die habe ich vom neuen Video von Sarah Wagenknecht. Schaut euch das gerne an. Das rechnet sie das nochmal vor. Aber wie gesagt, das sind die Summen, von denen wir hier reden. Lindemann konzentriert sich auf eine Detailfrage und das muss jetzt wieder breit diskutiert werden. Wagenknecht muss jetzt auch nochmal sagen, dass sie das ganz schlimm findet und dass das natürlich ein Problem ist. Bla 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 bla. Wie gesagt, es ist eine Detailfrage. Es ist nicht das Entscheidende. Dass es bei bestimmten Flüchtlingsgruppen eine Beschäftigtenquote von 19% gibt, dann frage ich mich schon, also zum Beispiel bei Geflüchteten aus der Ukraine ist es so, in den Niederlanden sind 70% in Beschäftigung, in Deutschland, 50 sind's aber. In Deutschland sind, nein, es sind in den Niederlanden 70, in Polen 66. Es ist viel mehr als bei uns. Ja. Es ist viel mehr als bei uns. So, das heißt, natürlich wäre es sinnvoll, genauer hinzugucken, wer bekommt Bürgergeld und was macht er damit. Aber die Art, wie Sie die Debatte führen, die ist unredlich, nee, weil Sie einfach jeden Bürgergeld. Na, für die Flüchtlinge aus der Ukraine könnte man ja einfach sagen, wie beenden wir schnellstmöglich diesen Krieg? Die sind ja nicht hier, weil sie Deutschland plötzlich so schön fanden, sondern weil 2022 ein Krieg ausgebrochen ist, der vom Westen ja absichtlich verlängert wurde. Boris Johnson ist nach Kiew gefahren und hat den Ukrainern gesagt, hey, ihr kämpft jetzt weiter, der Westen ist noch nicht bereit für Frieden. The West is not ready for peace yet. Das hat mittlerweile auch Zelenskys Chefunterhändler bestätigt. Der Westen wollte keinen Frieden, er hat die ukrainische Regierung dazu ermutigt, weiterzukämpfen, hat Waffenlieferungen in Aussicht gestellt. Und ja, deswegen tobt dieser Stellvertreterkrieg da noch. Also das sollte man vielleicht sagen, wenn man jetzt auf die Ukraine-Flüchtlinge verweist. Empfänger unter Faulheitsverdacht setzen. Und es gibt ja zum Beispiel... Sie setzen nur die ausländischen Bürgergeldempfänger unter Auch nicht das. Es gibt auch aus der Ukraine Menschen, die jetzt hier die ihre Heimat verloren haben, die Angehörige verloren haben, die in Deutschland arbeiten. Natürlich gibt es das auch, aber es gibt auch das andere. Nur auch bei denen, die Bürgergeld beziehen. Es gibt zum Beispiel 160.000 Alleinerziehende. Das sind Mütter, die haben Kinder, die suchen verzweifelt einen Kita-Platz. Die würden sofort arbeiten, wenn sie ihn finden. Aber auch die CDU hat nie auch nur einen Handschlag dafür gemacht, dass diese Menschen, diese Mütter jetzt wirklich einen Kita-Platz bekommen. Sie finden ihn nicht so. Dann bleiben sie eben gemacht. Wir haben die Kita eingeführt. Auf dem Papier. Aber Sie wissen doch, wie die Realität ist. Wir reden über eine 30 Milliarden Haushaltslücke und Sie sind nach 3 Minuten Diskussion bei ein paar Erwerbslosen angekommen, wo Sie jetzt darüber streiten, wie in welcher. Ja, natürlich ist es eine. Hatte der Wagenknecht sich gar nicht so dran verzetteln sollen. Also ja. Ist klar, man muss immer alles klarstellen, sonst wird einem später irgendwas unterstellt. Aber sie hätte gleich auf die großen Linien rekurrieren müssen. Sie hätte gleich ja wieder zu den wichtigen Punkten kommen müssen. Wie gesagt, 100 Milliarden Euro pro Jahr Steuerhinterziehung, 100 Milliarden Euro an Verschwendung durch wirklich an zu hoch bezahlten Rechnungen an die Rüstungsindustrie plus Hilfen an korrupte Regime wie das in der Ukraine. Das hat Wagenknecht in ihrem eigenen Video ausgerechnet. Die Summe könnte sie jetzt mal bringen. Das wären die großen Linien, wo man sofort Geld einsparen könnte, was jetzt nicht den großen wirtschaftlichen Effekt hat. Also wenn wir Geld an die ukrainische Regierung senden und die sich einen Teil davon in ihre eigene Tasche steckt und einen anderen Teil davon amerikanische Waffen kauft, davon hat jetzt Deutschland nicht sonderlich viel. Da könnten wir wirklich Geld einsparen, ohne dass das unserer Konjunktur schaden würde. Grad, die jetzt 10 Milliarden, sage ich Ihnen. 10 Milliarden über das Bürgergeld. Das 10 Milliarden. Das ganze Bürgergeld kostet 27 Milliarden. Und ich will auch noch was sagen. Ich finde schon, dass wir die Debatte darüber führen müssen, wo Geld völlig überflüssig ausgegeben wird. Sekunde, wir sind ganz kurz beim Bürgergeld, nur damit wir auch tatsächlich noch mal... Ich hasse diese Moderatorin. Ich hasse sie förmlich. Also das ist wirklich, für diesen Rundfunk bin ich nicht mehr bereit, Gebührengelder zu zahlen. Also außer vielleicht für Arte. Arte ist der einzige Sender, über den ich jetzt noch nichts kommen lasse, wo jetzt halbwegs vernünftige Inhalte laufen. Aber den ganzen Rest, der kann weg, der kann gestrichen werden. Also ich hätte ja früher noch gesagt, okay, wir sollten den weg mit dem ganzen Unsinn. Wir können später vielleicht nochmal einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk einbauen, der nicht so erbärmlich ist. Aber jetzt grätscht die Moderatorin hier rein und will uns allen Ernstes auf diese Detailfrage, wo ich gerade anhand der Summen ganz klar erzählt habe, wieso das eine Detailfrage ist. Jetzt kommt Central Shocks im Kommentar weiterhin mit einer Detailfrage. Also wir schicken gerade 80 Mal so viel Geld, wie du da gerade erzählst. Also mehr als 80 Mal, also mehr als 100 Mal so viel Geld, was du da gerade erzählst, an die Ukraine.
Ja. Das sind die relevanten Summen, über die wir vielleicht mal reden sollten. Hey Agitator, wieso antwortest du eigentlich nie auf Twitter, wenn du mal getaggt wirst? Hast du mitbekommen, dass ich dir... nee, habe ich nicht mitbekommen. Welche Debatte? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich kann gleich mal auf Twitter gucken, weil mir da gerade wer im Chat schreibt, aber das habe ich nicht gesehen, was du da gerade schreibst. Verstehen und alle nachvollziehen, worüber wir reden. Wir sind beim Bürgergeld und fragen uns, gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Bürgergeldempfängern, deutschen Bürgergeldempfängern und ukrainischen Flüchtlingen? Sie sagen, und da hören wir Ihnen, Frau Wangenecht, jetzt auch noch mal ein bisschen deutlich. Da müssten wir jetzt über den Ukraine-Krieg debattieren. Da müssten wir jetzt debattieren, wie sorgen wir dafür, dass die Flüchtlinge, die gerade in Deutschland sind, wieder in die Ukraine kommen, beziehungsweise dass keine zusätzlichen Flüchtlinge noch mehr kommen, als ohnehin schon gekommen sind. Dafür muss dieser Krieg endlich enden. Also darüber müssten wir jetzt reden. Und das wäre eine viel zu große Debatte, darüber könnte man eine eigene Talkshow machen. Also Ina lenkt jetzt schon wieder vom eigentlichen Punkt ab. Sie weiß genau, dass man sich in diese Frage nicht vertiefen wird. Wie gesagt, das, was ich gerade angeschnitten habe. Der Westen hat Frieden verhindert, der Westen will diesen Krieg. Der Westen versucht, sich den größten Teil der Ukraine einzuverleiben, genauso wie Russland versucht, ein paar Stücken aus der Ostukraine zu schlagen. Und das ist der Grund, warum da immer noch weiter gekämpft wird. Also der Westen versucht, Russland zu schwächen und benutzt die Ukraine quasi als Mittel zum Zweck. Also das ist der Grund, warum dieser Krieg noch weitergeht. Diese ganzen Thesen, die ich hier gerade geäußert habe, die werden ja hochkontrovers in so einer Fernsehsendung, obwohl sie meiner Meinung nach sehr gut belegt sind mittlerweile. Deutlicher zu, dass weil wir den Ukrainern relativ viel Geld geben, sie... So ganz ehrlich, Sturmhaube, ich wurde auf Twitter, laut meinem Twitter hier gerade nicht getaggt. Ich habe dich unglaublich oft angetaggt, ich habe dich nicht gesehen. Kann vielleicht sein, dass ich dich stumm geschaltet habe, weil du irgendwann mal was Dummes geschrieben haben könntest. Ich weiß es nicht. Ich habe auf Twitter eine Menge Leute, also jetzt nicht geblockt. Also blocken ist ja, was macht man ja nicht, sondern stumm geschaltet, damit ich nicht von ihnen genervt werde. Das kann sein. Muss ich mal gucken. Offensichtlich nicht arbeiten. Aber wir sollten schon hinschauen, ob es wirklich Bedürftige sind, die hier Anträge stellen, oder Menschen, die das halbe Jahr in der Westukraine verbringen. Es ist ja schon auffällig, dass die Erwerbsquote der Ukrainer in Deutschland nur 19% beträgt. In den Niederlanden sind es über 70%. So, Sie sagen, dass die Ukrainer vielleicht das halbe Jahr... Ja, das ist eine Debatte, die können wir führen, aber nicht jetzt. Also, ja, mag sein, wenn die Menschen ein halbes Jahr in der Westukraine sind, dann sind sie halt in der Westukraine. Dann sollte sich vielleicht die Ukraine um deren Sozialversorgung kümmern, aber... Jetzt reden wir, also, wie gesagt, das ist vielleicht ein real existentes Problem, darüber können wir gerne reden, aber dann sind wieder 10 Minuten, 15 Minuten von der Talkshow weg und wir kommen nicht zu den entscheidenden Punkten, die ich am Anfang genannt habe. Ja, in der Westukraine verbringen. Haben Sie Belege dafür? Haben Sie Zahlen dafür? Also ich habe nicht gesagt, die Ukrainer, sondern ich habe gesagt, dass ein Teil offensichtlich, ja, also es gibt ja, sag mal, ich weiß aus meiner Heimatstadt, da ist ein Haus gemietet worden, da war... Sag mal, Sturmhaube, wie heißt du denn auf Twitter? Wie heißt du denn auf Twitter? Schreib mal deinen Benutzernamen hier in den Chat, damit ich dich finden kann. Keiner da, da haben sich die Nachbarn gewundert, warum niemand da ist. Mhm. Da waren die Leute zu Hause, also in ihre Heimat gefahren. Ich weiß auch, dass es aus dem Jobcenter... Ich weiß nicht, ob ich ihn stumm geschaltet habe. Also immer, wenn mir wer auf den Sack geht, dann schalte ich den halt immer stumm, weil ich halt nicht von Twitter genervt werden möchte, dass das nicht die ganze Zeit mir irgendwelche Benachrichtigungen schreibt von irgendwelchen Leuten, die mich nerven wollen. Aber, okay, dann immer wieder Beschwerden gibt, dass sie nicht erreichbar sind. Also, dass Menschen Bürgergeld beziehen und dann zurück in ihre Heimat gehen. Und es ist schon so, dass dort auch Vermögensprüfungen zum Beispiel, die man in Deutschland sehr, sehr akribisch macht, offensichtlich nicht so stattfinden. Ich will jetzt hier auch wirklich keine Generalverdacht. Aber es gibt eindeutig Menschen, Sie setzen die Menschen natürlich unter den Verdacht, weil Sie könnten ja auch sagen, wir machen es den Ukrainern kompliziert, weil wir ihre Abschlüsse nicht anerkennen oder weil wir sie alle in eine deutsche Prüfung bringen. Nein, was mich einfach nur ärgert, ist, dass man bei Teilen und bei bestimmten Gruppen überhaupt nicht hinguckt. Und dann macht man eine pauschale Debatte gegen das Bürgergeld, gegen die Erhöhung des Bürgergelds und sagt nicht dazu, wen das alles mittreffen würde. Wir haben zum Beispiel immer mehr Rentnerinnen und Rentner, die fallen in die Grundsicherung. Wenn das Bürgergeld, wenn die Erhöhung nicht kommt, dann heißt das auch, dass diese Rentnerinnen und Rentner, und das sind oft Menschen, die haben ihr Leben lang geschuftet oder sie haben vielleicht 3 Kinder großgezogen, dass deren Geld sinkt. Also, dass die noch nicht mal das bisschen Inflationsausgleich
Ausgleich bringen. Und ich finde auch die ganze Debatte, ich meine, wir haben eine Gesellschaft, wo sich am oberen Ende immer mehr Reichtum zusammenballt, wo richtig in den letzten Jahren auch noch mehr Vermögen entstanden ist. Wenn Sie jetzt, Es geht so auf den Sack. Wie gesagt, jetzt verzetteln wir uns wieder mit dieser Debatte. Wie gesagt, das ist ein Problem, darüber können wir reden, aber nicht jetzt, wenn wir über diese großen Linien reden müssen. Wir müssen über die relevanten Probleme in unserem Land reden. Und ukrainische Flüchtlinge, ja, das ist definitiv ein Problem, dass so viele hier sind, aber die sind eben hier, weil in der Ukraine Krieg herrscht. Der Westen muss endlich diesen Krieg beenden. Der Westen muss diesem korrupten Regime in Kiew endlich die Unterstützung entziehen. Da sollte Deutschland endlich mal einen ersten Schritt machen. Also den ersten Schritt haben ja schon kleine Länder wie Ungarn oder die Slowakei gemacht. Da müsste jetzt mal ein großes Land wie Deutschland nachziehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Wir reden über einzelne Flüchtlinge, die vielleicht Sozialmissbrauch müssen wir uns die genauen Zahlen angucken. Aber das ist jetzt nicht das Thema dieser Talkshow. Es geht hier, wir sind total vom eigentlichen Thema abgekommen. Jetzt Thema unterbrechen. Ich möchte diesen Punkt zu tun. Also doch, das verstehe ich wirklich nicht. Wenn Sie sich angucken, die 500 reichsten Menschen in Deutschland haben zusammen ein Vermögen von 1.100 Milliarden. Die 500 reichsten, wenn Sie denen eine Solidaritätsabgabe von 5% zumuten würden, dann würden sie 55 Milliarden einnehmen. Also ich meine, man kann ja auch mal über Reichtum reden. Die Mittelschicht wird immer stärker belastet. Der Normalbürger hat eher eine Senkung in seinem Lebensstandard, er hat immer mehr zu kämpfen. Ganz oben geht man nicht ran und man redet immer über die, die sowieso schon ganz unten sind. Und ich finde, das ist ein gesellschaftliches Klima, das verroht unsere Gesellschaft, das vergiftet auch wirklich das Zusammenleben. Da wird eine Stimmung gemacht, die einfach vergiftet doch das Zusammenleben, wenn Sie im Prinzip der Ukraine, den ukrainischen Menschen, die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind, pauschal unterstellen, die würden die Hälfte des Jahres. Das ist doch die Botschaft, die damit verbunden ist. Das ist die Methode des Populismus. Wir haben es ja hier vorhin eingeblendet bekommen. Und ich finde, ich wundere mich auch, Sie möchten also, dass die deutschen Behörden bei einem Menschen aus der Ukraine dann sozusagen die Vermögenslage daheim überprüfen. Sie wollen, dass der deutsche Staat, der ohnehin dünn gespannt ist bei seiner Personaldecke, gerade auf der kommunalen Ebene, wie sonst was, Sie wollen, dass diese Leute jetzt bei jedem ukrainischen Menschen hingewiesen, gucken, was hat er denn zu Hause in Kiew oder was hat er denn zu Hause in Odessa auf dem Girokonto? Oder, also das ist doch, Das ist Populismus. Schwierig zu machen. Ich habe darauf hingewiesen, dass man es bei Deutschen anders handhabt. Ich finde, es ist letztlich Nationalismus, muss man sagen. Es ist letztlich eine Zweiklassengesellschaft für Bürgergeldempfänger. Das muss man sagen. Sie sagen, die einen sozusagen den einen unterstellen Sie pauschal Faulheit und die anderen Faulheit. Ich sage das nur, ich schon ein bisschen wenn man verlogen. Große Töpfe hinstellt und wirklich gar nicht genau hinguckt, wer sich bedient, dann bedienen sich eben auch Menschen, die es nicht brauchen. So, und deswegen aber wer würde es denn brauchen von den ukrainischen Flüchtlingen? Die 19%, die hier arbeiten und die sich hier einbringen, natürlich machen die auch. Wo hast du mich denn angepinnt? Also ich gucke gerade auf dein Twitter-Profil. Wo hast du mich denn angepinnt? Ich sehe das gar nicht. Tag mich nochmal da, wo du meintest, was wichtig sei. Also ich sehe das gar nicht auf deinem Twitter-Profil. Und ich hatte dich übrigens tatsächlich stumm geschaltet, das weiß ich jetzt. Ja, vielleicht, genau, Alleinerziehende oder Menschen. Es ist doch auffällig, wenn es eine derart niedrige Beschäftigung ist. Also, Sturmhaube, ich glaube, du hast überhaupt keine Vorstellung, was in der Ukraine gerade passiert. Also, wenn du ein junger Mann bist, dann darfst du mittlerweile gar nicht mehr ausreisen. Wenn du eine Frau bist, die im medizinischen Beruf ausgebildet wurde, darfst du auch nicht mehr ausreisen. Also, die Menschen in der Ukraine müssen jeden Tag befürchten, dass die Regierung die Einzugskriterien noch weiter fasst. Also, du wirst da, wenn du ungefähr in meinem Alter bist, dann wirst du da, wenn du nicht auf die Einberufung reagierst, kommen Leute vorbei, die geben den Schlag auf den Kopf, zerren dich dann in den Jeep, du kriegst eine Waffe in der Hand und kommst fast ohne Ausbildung an die Front. Du wirst dann da verheizt. Also das ist die Situation in der Ukraine und natürlich müssen wir Menschen, die da aus dieser brutalen Diktatur fliehen, die müssen wir natürlich aufnehmen. Also es ist strafbar, da versuchen auszureisen. Das ist nichts, wo wir irgendwen hinabschieben können. Und wie gesagt, aktuell sind Frauen, die nur in medizinischen Berufen arbeiten, davon betroffen. Aber
Wer sagt, dass das nicht bald ausgeweitet wird? Also die ukrainische Regierung, die ist vollkommen verzweifelt. Die hat nicht mehr genug Soldaten, um sie ja an die Front schicken zu können. Die erlebt, also die Ukraine hat ja sowieso schon unglaubliche Entvölkerung erlebt. In den letzten Jahrzehnten sowieso schon, dann noch nach Kriegsbeginn noch mal eine erste Fluchtwelle. Weil in den Ostgebieten, die teils von Russland besetzt waren, sind viele Menschen auch nach Russland geflohen. Und ja, jetzt hat die Ukraine keine Soldaten mehr, die sie verheizen kann. Also es ist, also das ist absolut katastrophale Situation in dem Land. Da kannst du niemanden zurückschicken, erst recht keine jungen Männer. Also die werden dann nämlich sofort an die Front geschickt, wenn du die zurückschickst. Gibt, wenn es in anderen Ländern in Europa eine deutlich höhere gibt. Also es sind die gleichen Flüchtlinge aus dem gleichen Land. Da hatte ich trotzdem zwei Ergebnisse, deutlich mehr in Beschäftigung sind. Mir ist das wirklich ein Anliegen, obwohl ich bin bei Herrn Südekum, dass wir eigentlich über die Frage des Haushalts reden sollten. Aber ich finde, so können wir die Leute zu Hause nicht mit der Information stehen lassen. Die Zahl stimmt. Nur etwa jeder fünfte Ukrainer, der da im Bürgergeld, also von denen, die sozusagen da sind, arbeiten, die anderen sind im Bürgergeldbezug. Was jetzt natürlich dazu gesagt werden muss, damit das nicht bei diesen Leuten abgeladen wird, ist, dass die politischen Maßgaben bis vor wenigen Wochen, bis das nämlich geändert wurde, so waren in Deutschland, dass wir erstens mindestens 9 Monate Sperrzeit hatten, bevor man Arbeit aufnehmen konnte, und dass in Bezug auf Integrationskurse und damit Spracherwerb Deutschland vereinfacht gesagt hat, wir wollen erstmal ein ziemlich hohes Sprachniveau von euch, bevor ihr auf den Arbeitsmarkt losgelassen werdet. Dass das auch begleitend gehen kann, dass man auch halbtags arbeiten kann und daneben den Sprach- und Integrationskurs machen kann, das wird jetzt künftig stärker der Fall sein, nutzt aber den vielen Ukrainerinnen und Ukrainer nicht, die ja offenkundig im Frühjahr 22 hauptsächlich zu uns gekommen sind und da ja schon eine Weile da sind. Das war mir wichtig, dass wir jetzt hier nicht so tun, als würden da Hunderttausende Ukrainer sitzen, die sich hier ein schönes Leben machen. Die befolgen die Regeln, die Politik hier aufgestellt hat. So, weil die halt